Mahlzeit Leute, willkommen zurück zu We Are Football. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in der heutigen Folge unseren Lauf fortsetzen können. 5 Spiele ungeschlagen und jetzt wartet der Absteiger aus Wien Wiesbaden auf uns, die allerdings auf Platz 18 liegen. 2 Niederlagen in den letzten Spielen, aber eigentlich ist das eine richtig gute Truppe. Ich bin gespannt, wie sich das in den Stärkezahlen auswirkt. Schauen wir uns gleich mal an. Wir machen, was machen wir jetzt? Hier haben wir die nächsten Spiele. Wien Wiesbaden, bei Türkic in München und dann gegen Lautern. Uiuiui, gegen Lautern. Saarbrücken gegen Lautern. Wenn das nicht kracht, dann weiß ich auch nicht. So, was wollte ich alles tun? Eine Sache. Also, medizinische Abteilung. Hier können wir mal einen kleinen Besuch abstatten. Na, danke für den Tipp, Gurke. Machen wir direkt. Mit dem Perledai sprechen wir mal, dass er wieder hochmotiviert zurückkommt, nach einer Woche. Gut, ansonsten ist, glaube ich, nicht viel zu tun. Wir gucken mal hier rein. Ja, Stärke 70. Also die sind uns schon, ja, so ziemlich auf allen Positionen überlegen. Starke Abwehr haben sie auf jeden Fall. Mit dem defensiven Mittelfeldspieler, mit dem Abräumer vor der Viererkette. 7,0 Moritz Kuhn. Den würde ich nehmen. Nun ja. Okay, wir gucken mal noch in das Scouting. Ja, das läuft. Halber Fortschritt jetzt. Wir haben jetzt 4 Scouts. Ah, zack, zack, zack. Dann machen wir das so. Dann geht es noch ein bisschen schneller. Bis zur Winterpause hoffe ich, dass wir die alle auf 100% Fortschritt haben und dann suchen wir uns den besten Backup raus. So, Einladung beim Ärmelsponsor, das nehmen wir natürlich an. Und Human Resources schlägt Ihnen vor, die Position Leiter. Ah, okay. Ist der abgesprungen oder hatten wir da noch gar keinen? Ich verlängere den Termin mal. Erholsame Woche und trotzdem sind wir seit mehreren Wochen hier, glaube ich, auch völlig fertig. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das buggy ist. Wir werden trotzdem eine Weiterbildung noch machen. Gut. Weiter geht's. Wie sieht's aus? Frische. Das ist okay. Lassen wir so, wie es ist. Und dann haben wir Perledai. Was sprechen wir mit ihm? Sprechen Thema persönliche Situation. Gute Besserung. Perledai freut sich sichtlich über ihren Besuch. Das ist doch schön. Dann ist er wahrscheinlich gegen Türkic in München wieder einsatzfähig. So, und da ist der Leiter AR. Ja, so langsam aber sicher, ne? Geht unser Restbudget hier. Also so ein 10er werden wir auf gar keinen Fall einstellen. Das ist zu teuer. Der hier ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Das ist ein 7er mit ausschließlich positiven Eigenschaften, einem auch eigentlich anständigen Fleißwert. Der hier hat eine negative Eigenschaft und auch nur Fleiß 5. Das ist ein 9er. Oh, der hat ebenfalls nur positive. Leon Wurm. 42 kostet 6.000 im Jahr mehr. Also von der Basis, das sind 500 im Monat. Das ist jetzt nicht die Welt. Dann probieren wir Leon Wurm, ne? Vor allen Dingen kriegen wir ihn ja vielleicht noch runter. Oh, 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 oh. Das war nix, ne? Wisst ihr was? Dann hauen wir hier doch nochmal bei dem rein. Also, wir könnten ihn hier für 30.000 bekommen oder ihn für 38.000. Okay. Ja, dann nehmen wir ihn.
So schnell geht's. Sponsorentermin haben wir wahrgenommen. Extrem unzufrieden über ihre Zusammenarbeit. Okay. Ja, Managerpunkt bei der Weiterbildung. Barilla und Zeitz haben wir das. Kann ich das pausieren? Wieso funktioniert das nicht? Irgendwie, jetzt habe ich konnte jetzt wieder nicht lesen. Ihr könnt das Video pausieren, dann wisst ihr, was dort steht. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass sich wohl jemand verletzt hat. Barilla. 5 Tage, Fleischwunde und Zabel. 5 Tage Infekt. Gut, dann müssen wir also improvisieren. Auf rechts, Bösel. Das wäre über kurz oder lang eh passiert. Dem wollte ich eh mal zwei Spiele von Anfang an geben. Ja, jetzt kommt es halt einfach ein bisschen früher. Ansonsten links bleiben wir so. Hat sich hier ein bisschen was. Ja, ich habe eben gerade was verschoben. Ja. Größe. Nö, den Rest lassen wir. So, wo ist unser linker Verteidiger? Wo ist der Jugend? Ach, das ist der Zabel. Ach so, okay. Gut, dann ist es so, wie es ist. Dann können wir eh nichts anderes machen. Gehen wir es an. Es ist wieder ausverkauft. So, sehen wir irgendwo unseren Zuschauerschnitt? Gucken wir uns gleich mal anschauen. Wir werden das auf jeden Fall ja vorsichtig defensiv angehen. Sie sind einfach deutlich überlegen. Wir werden regelmäßig ins Gegenpressing gehen. Das ist mittlerweile ziemlich gut, unser Gegenpressing. Das sieht schlecht aus. Ecken. Wir sollten vielleicht mal Ecken trainieren. Die sehen sehr, sehr mager aus. Und auf Konter. Immerhin 55. Die Abseitsfalle können wir auch stellen. Gut. Wachstelle gibt es keine? Nee. Gut. So, was machen wir hier? Teamgeist hat gelitten. Uiuiui, nee, das ist alles nix. Ja, wir sind unangenehm und haben nichts zu verlieren. Genau, wir sind nämlich im Soll, wir sind 4 Punkte über Plan. Das ist okay. Oh, und jetzt haben wir ein richtiges Problem. Mittelfußbruch. Jetzt rächt es sich natürlich, dass wir keinen Backup haben auf die Mittelstürmerposition. Außer ihn hier mit 4,4. Ist der Einzige, der... Na, Zellner könnte noch Sturm spielen. Der Innenverteidiger. Okay. Steven Zellner. Das ist eine gute Frage. Setzt das nochmal zurück. Kann ich die beiden mal... Warte mal. Zellner 4,8? Heue, das sind ja ganz... Das ist ja interessant. Trainingseindruck top. Flexibilität wollen, spielt alles. Können, kann alles sofort spielen. Das ist eigentlich... Das ist hervorragend. Ne? Der hat bisher erst eine Einwechslung gekriegt. 18 Minuten. Ja. Komm. 4,8. Gar nicht mal so schlecht.
Müssen wir dann doch die Sache überdenken, wobei Mittelfußbruch, das wird eine Weile dauern. Ich vermute mal, dass der bis zur Winterpause kein Spiel mehr macht. Ansonsten passiert hier relativ wenig. Ah, schade. Sag mal, haben die das hier leiser gemacht irgendwie? Komme ich hier irgendwie ins Menü? Wahrscheinlich hört ihr so gut wie gar nichts. Ich musste mein Kopfhörer jetzt voll aufdrehen, damit ich so ein bisschen was höre. Hatte ich anders in Erinnerung bei den letzten Aufnahmen. Noch ein Wechsel? Nee, jetzt lassen wir das mal laufen. Wie sieht's aus? Reißt irgendeiner raus? Nee, 4, 2,5. In Loben. Was ist jetzt? Wieso kann ich hier keinen auswählen? Irgendwas ist hier gerade komisch. Es gab ein Update. Aber ist doch ein Bug, oder? Ich kann hier keinen Spieler auswählen. Psst, oh, jetzt habe ich zurücksetzen. Nee, geht nicht. Oh. Nun denn. Ja, das ist Moritz Kuhn. Der ist richtig stark. Ah, eben, eben. Nee, jetzt aber nur ganz kurz. Ein Konter. Auf geht's. Oh, er ist Rücker abgefangen. Na toll. Das war ein schneller und kurzer Konter. Jawohl, Grill hat ihn. Ja, bei euch kommt da, glaube ich, nichts an von dem Ton. Das muss ich mir nach dieser Folge, muss ich mir das nochmal anschauen. Irgendwas ist jetzt ist gerade allgemein nicht ganz so, wie es sein sollte. Jannike. Wir bringen Böse. Ziehen den ein Stück zurück. Und gehen jetzt auf Defensiv. Ich will diesen Punkt mitnehmen, auch wenn Wien hinter uns ist mit 18, aber ein Punkt gegen den Zweitliga-Absteiger, der wird mir schon reinlaufen. Unabhängig von der aktuellen Platzierung. So, bringen wir noch was? Mendler, jetzt bringen wir De Wil noch. Und ah, nee, ansonsten lassen wir es. So, wir kriegen noch mal eine Ecke. Die schlägt Fröse. Ah, der gegnerische Keeper hat ihn abgefangen. Einen haben wir noch. Uraferro, 87. Bösel, Hypnoski. Und Zellner steht da. Oh, ja, nein. Oh, Pfosten. Verdammt. Oh, das war eine große Chance und wir bleiben dran. So, komm. Zieh ab, Behrens. Zieh ab. Wo willst du denn hin? Shit. Tja, jetzt am Ende. Jetzt am Ende hätten wir hier den Dreier sogar verdient. Aber erst die letzten 10 Minuten haben wir jetzt Vollgas gegeben. Und da ist er. Bäm. Schipnowski, war das jetzt sein erstes? Das war sein erstes Saisontor. Und dann macht er gleich das spielentscheidende Tor. Ja, sauber. Schaut mal an, wir sind auf Platz 4. Platz 4. Jetzt ist mal richtig Luft nach hinten. 7 Punkte. Und die Musik wird jetzt direkt wieder laut. Ich muss mal gleich mal in die
Einstellungen rein. Schorsch, Fortschritte gemacht. Zellner, ordentlich Fortschritte gemacht. Bei, was trainiert er? Lange Pässe. Ja, wunderbar. Wir sind momentan so richtig auf der Welle. Es sind jetzt weitere Spieler der zweiten Mannschaft. Ja. Und der positive Nebeneffekt ist, dass wir natürlich jedes Mal hier Managerpunkte mit abkassieren für die Upgrades der zweiten Mannschaftsspieler. Ja, kommen wir langsam in Richtung Stufe 3. So, da ist Barilla. Und jetzt geht's gegen Türkgücü. Achter Platz. Noch 1 Million. Jetzt schauen wir hier erstmal rein. Mittelfußbruch. 178 Tage. Ja. Das ist ein halbes Jahr. Das sind 6 Monate. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Jetzt ist. Ne? Ja, da wird April oder so wahrscheinlich, bis der wieder spielt. Das heißt, wir können das hier eigentlich mehr oder weniger knicken. Was ich jetzt brauche, ist ein Stammstürmer, also einen richtig starken, der uns weiterbringt. Der dann halt, den ich frühestens in der Winterpause verpflichten kann. Wisst ihr was, ich gucke jetzt mal kurz, mach einen Schnitt. Vielleicht finde ich ja was Vertragsloses. Vielleicht können wir uns da in der Richtung irgendwie was organisieren. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Also, jede Menge habe ich gefunden, aber natürlich nichts Vertragsloses. Der stärkste Vertragslose war irgendwie bei 3, irgendwas. Also nichts, was uns weiterbringt. Adam Srelak von Nürnberg habe ich mal hier. Ich habe Stefan Kutschke von Ingolstadt. Das wäre ein richtiger Knaller, ungefähr Stufe 8, wobei ich nicht glaube, dass Ingolstadt den abdrückt. Problematisch könnte es auch hier werden bei Fetsch in Offenbach, Aigner von Wien Wiesbaden und Proschwitz von Eintracht Braunschweig. Alles Siebener. Vom Wert her sieht es so aus, als könnten wir uns die alle leisten. Wir haben ja 1 Million Budget. Die Frage wird sein, ob die Vereine sie abgeben. Was wir jetzt hier mal machen, wir werden jetzt auf jeden Fall diese Scouting-Geschichte hier rausnehmen und werden uns mal... Ja, machen wir das. Ja. Ich meine, die sind ja 33. Ein Fetsch ist erst 31. Kutschke ist auch erst 31. Also das wäre mein absoluter Favorit. Kutschke. Schauen wir mal, ob was geht. Ingolstadt sind die Tabellenführer. Ich weiß gar nicht. Müssen wir gleich mal schauen. So, dann gehen wir mal hier noch rein. Ist hier irgendwo Musik und Audio. Kann hier nichts individueller machen. Wir machen das jetzt mal so. Ich werde jetzt mal das hier einfach mal. Mal voll reinmachen. Die Musik mache ich einen Tacken leiser. Ich hoffe, dass es jetzt bei euch besser ankommt. So, gut. Gehen wir rein in die Woche. Hauptsponsor lädt uns ein. Nehmen wir natürlich an. Den Fanclub besuchen wir. Und Geld anzulegen. Wollen wir Geld anlegen? Naja, wir haben 2,7 im Plus. Ja, komm, legen wir Geld an. Hier gehen wir mal ein bisschen hoch. Und los geht's. Ja, die sind super glücklich mit der bisherigen
Und jetzt haben wir Geld angelegt mit dem höchsten Zinssatz. Okay, läuft scheinbar automatisiert. 18 Tage bis zum Derby gegen Lautern. Das wird der Knaller. Der Fanclub freut sich über unseren Besuch. Mal schauen, wie Lautern aktuell steht. Die Entwicklung ihrer Vereins-App wurde erfolgreich abgeschlossen. Sie steht für die Fans jetzt zum Download bereit. Wunderbar, holt sie euch alle, die Vereins-App von Saarbrücken. Und, ja, jawohl, er ist wieder fit. Frage ist, wir setzen ihn erstmal nur auf die Bank. So. Zabel, der muss auch auf die Bank. So. Braucht hier Ordnung. Gut, so passt das. Wir fangen mit Zellner an, in der Sturmspitze. Ja, ausgeglichenes Spiel. So, gucken wir uns mal an. René Vollert steht im Tor. Nun denn, Künstlerindex, nicht so gut. Welche sind denn Künstler? Die gelben. Wir haben einen drin. Wir haben aber, nee, halt, wir haben einen, doch, wir haben einen drin. Was jetzt hier? Ah. Nee, komm, wir lassen den Bösel jetzt nochmal spielen. So, das hat soweit hier alles gepasst. Wir werden jetzt aber neutral spielen. Und dann gehen wir es an. Mit was für eine Aussage? Brauchen wir überhaupt eine Ansprache? Wo hätten wir denn noch Punkte? Hier Fokus. Ja. Ganz normales Spiel, das wir professionell angehen sollten. Das ist hier einfach zu leise für euch. Irgendwas ist hier nicht ganz korrekt mit dem Sound. Jawohl. Und wir führen in der zweiten Minute durch Zeitz. Oh, kriegt er den noch? Kriegt er den noch rein? Nee. Ich kann versuchen, in der Nachbearbeitung vom Video diesen Sound hier ein bisschen hochzuschrauben. Mal schauen, ob ich das hinkriege, kann aber nichts versprechen. So, wir machen richtig Druck. Schon die dritte Chance nach 8 Minuten und jetzt zum ersten Mal Türkgücü. Jawohl, Grill hat ihn. Ah, Grill macht eine gute Figur bisher. Gefällt mir. Das war auf jeden Fall ein super Transfer. Und leitet jetzt auch den Konter ein. Oh, da hätte der Kapitän fast den Doppelschlag gemacht nach 10 Minuten. Bonet Uaferro, gelb. Oh, Zellner. Bin mal gespannt, ob und wann er sein erstes Tor macht. Unser Innenverteidiger-Stürmer. Da ist er. Oh, na, er lässt einiges liegen. Ne? Also, na, ich würde jetzt mal behaupten, unser etatmäßiger Nummer 1 hätte hier schon geknipst. Aber hier knipst Hanno Behrens. 2-0. Oi, 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 oi. Ein Pünktchen noch auf die Aufstiegsplätze. Hm.
Es läuft. Es läuft. Können wir uns echt nicht beschweren. Rote Karte nach Anspucken des Gegenspielers. Wow. Das ist ja. Tja. Wisst ihr was? Vorsichtig offensiv. Wir werden jetzt ein bisschen Angriffsfußball mit kurzen Pässen gegen 10 Mann mit 2-0 Führung. Lasst uns ein bisschen nach vorne spielen. Okay, 2-0 zur Pause. Ja, hier geht wieder nichts. Vielleicht, da muss ich auch mal das Spiel frisch starten. Vielleicht liegt es da irgendwie dran. Aber ich weiß nicht, ob ihr das, wie ihr das jetzt hört, aber auch bei diesen Pässen, bei mir knackt es irgendwie so, wie wenn der Sound, wie wenn der Sound auch ein bisschen verbuggt wäre, der hier eigentlich kommen sollte. Irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Gut. Wir wechseln zur Pause. Wie schaut's aus? Wir nehmen den Zwerko auf die Innenverteidigerposition und geben unserem Jugendspieler Zeit. Ich denke, wir werden dann auch zur 60., 65., wenn es noch 2-0 steht, auch den Bulic wieder bringen. Denn er ist, glaube ich, auch erst 18 oder 19, genau. Und ansonsten. Ach Gott, ich habe ja zwei Tormänner auf der Bank. Das ist ja auch Quatsch. Ja, ansonsten lassen wir es mal noch ein paar Minütchen laufen. So, Bösel, Schwerko. Ui, ne, das war ein bisschen zu optimistisch. So, nach wie vor 2 zu 0. Dann lasst uns jetzt mal wechseln. Und zwar Bulic. Wir bringen ihn hier. Und wir bringen Deville. Dreifachwechsel. Ja, lassen wir auch vorsichtig offensiv. Ja, die kommen nämlich jetzt noch mal. Mit einer Ecke. Oh ja. Boubacar Barry. Vielleicht sollte man jetzt. Na, okay, jetzt warten wir mal den Angriff ab, aber ansonsten gehen wir hier auf der Offensive dann raus. Schade. Gehen wir auf neutral. Wäre jetzt echt ärgerlich hier gegen 10 Mann. Wenn wir hier noch was aus der Hand geben. Naja, aber jetzt sind wir schon wieder am Drücker. Zellner auf Bulic. Schade, der Junge hätte jetzt hier schon zwei Chancen gehabt. Da ist es. Steven Zellner. Der stürmende Innenverteidiger mit dem 3 zu 1 und das dürfte jetzt in der 78. oder 79. die Vorentscheidung sein. Na, weißt du, voreilig. 3-2. Zabel. Komm, bring sie. Hoi, was ein Solo. Neunundachtzigste. Vierzehn zu vier Chancen. Alles haben wir unnötig spannend gemacht, muss man sagen, gegen 10 Mann. Das hätte deutlicher ausfallen können, aber naja, komm, wollen wir nicht meckern. Weitere 3 Punkte, Platz 4. Und ich denke. So langsam aber sicher. Ja, können wir über neue Saisonziel reden.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö, tschö.